dank internationalen Kontakten wie Harold H. aus woher? Kolumbien und dubspace.de, langjährig in Amerika gelebt, hat natürlich einen anderen Fokus, nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Europa und ist jetzt innovativ on tour. Vielen Dank nochmal auch von galacom.tv, ihn kennengelernt haben zu dürfen. Ja, jetzt habe ich es da mit Manuka zu tun, mit einem der Top-Honigen, sage ich mal so, in der Welt. Die Bestandteile hochgradigst vorhanden, die dann dazu in der Lage sind, seit einem Tag wohltuend auf eine Wunde einzuwirken. Vielen Dank an das Reformhaus Reiber Nürnberg. Ein Anruf, eine Frage nach Honig und es hieß Manuka. Er war schneller als ich am Friedrich-Ebert-Platz. Kaum zu glauben, jedoch wahr. Alteingesessen und erfahren ohne Grenzen. Immer wieder ein Besuch wert, gegenüber schräg oder fast gleich auf der Sparkasse am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg. Nicht genug, oft genug zu erwähnen. Danke auch dubspace.de. Dieser sich immer sozial engagiert, sehr viele Niederlagen hatte, aber dadurch nicht kleiner, sondern größer geworden ist. Es darf nicht sein, dass solche Menschen wie Mr. Dubspace.de zum Beispiel im September trotz Ticketkauf, trotz Einladung von Randy Zuckerberg, die Schwester von Mark Zuckerberg, Facebook-Dynastie, dass diese plötzlich Endstation Airport hat. Kaum zu glauben. Vielleicht hätte er es mit Honig geschafft. Nein, hätte er nicht, weil er war ja 3 Stunden am Airport. Warum bringe ich jetzt diese Geschichte in einigen Worten hier dazu? Wenn Manuka sich so verhalten hätte, zum Beispiel wie der Airport, Fraport, Lufthansa, Airline Canada, dann glaube ich, hätte ich Manuka nicht kennenlernen können und dürfen, weil Manuka kein Weltmarktführer in Sachen hochgradigsten und besten Qualitätsstandards entsprechenden Honig erreicht hätte. Richtig? Das ist ein Hommage an die Marketingdirektorin Manuka, Neuseeland. Da werde ich garantiert auch bei der nächsten Honig-Session, wann auch immer die Biomesse ist, sein. Vielen Dank, dass es so etwas auf dem Globus gibt, dass sich jemand so stark gemacht hat, nicht nur mit dem Label, sondern auch mit dem Inhalt und das verspricht, was geschrieben ist und gesagt wird. Das ist nicht immer so der Fall, denn nur durch Lippenbekenntnisse und Textbekenntnisse erreicht man nicht immer, sollte man aber, Tatbekenntnisse. Filmbike galacom.tv demnächst auch mit einem Kontaktmann namens Harold H. aus Kolumbien für die Fußballwelt in alle Welt. Denn er hat die Kontakte, die dann für mehr Mensch zum Beispiel spielen und neue Werte pflanzen. Ich sage pflanzen. Denn er ist auch leidenschaftlicher seit Kindesbeinen Masseur, Physiotherapeut und Massageöle-Spezialist. Ja, was kommt denn alles hier noch bei Dubspace demnächst auf den Äther? Tja, all das, was die Welt braucht.
Und er will sie verbessern. Und wir werden sie verbessern. Nicht nur dank Reiber Reformhaus Nürnberg, sondern auch durch die VIPs, die ich in den Allianz-Arenen, die mit Allianzen zu tun haben, wissen, was ich meine. Verbindungen, Arenen, daher Allianzen, die da mithelfen. Circa 1600 VIPs dieser Welt habe ich getroffen und es fehlen noch ein paar, weil wir haben ja insgesamt nicht 7,83 Milliarden VIPs, aber Menschen. Und da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen wie Bill Gates und ja, wen gibt es denn da noch? Bill Clinton? Und wen gibt es denn da noch? Ja, das möchten Sie jetzt gerne wissen, nicht? Aber er ist nicht im All zu finden. Er ist auf unserem Globus zu finden. Seien Sie gespannt. Schauen Sie öfters bei galacom.tv rein. Und dann werden Sie es ersehen und erhören, was dann dieser Mensch mit mir macht oder ich mit ihm. Er ist ja noch weltbekannter als ich, wobei noch ein bisschen hochgegriffen ist. Aber wenn man das Interview mit Muhammad Ali, the greatest of all time, Los Angeles, seinerzeit 2006 bei minus 25 Grad bei einer Aftershow-Party dank Hubert Neupert führen dürfte, dann dürfte es nicht so schwer sein, den anderen Megastar dieses Planeten oder die Megastars dieses Planeten erreichen zu dürfen. Sind Sie gespannt? Und unterstützen Sie einfach mit Investoren, Mäzenen, Sponsoren, dann tun Sie Gutes für den Globus. Und dann geht es Ihnen allesamt besser. Guten Tag. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Aufsagen lohnt sich. Denn wer nicht aufsagt, wer nicht aufzeigt, ist auch Täter des Unwohlseins. Wissen Sie warum? Nicht? Schauen Sie sich die anderen Videos an von galacom.tv. Dann wissen Sie es. Und das ist alles geschehen. Das ist nicht fingiert. Guten Tag, mehr Mensch.